Hier möchte ich ein paar Minuten über die Dezibel- oder dB-Rechnung sprechen. Das Dezibel ist ein Leistungsverhältnismaß. Ich schreibe das mal kurz aus. Dezibel, benannt nach Alexander Graham Bell. Und das ist ein logarithmisches Maß für Leistungen. So, was heißt das? Wie verwendet man es? Und wo braucht man das eigentlich? Stellen wir uns mal vor, wir haben einen ganz einfachen Vierpol. So. Oder zwei Tor und auf der einen Seite kommt eine Leistung P1 rein, auf der anderen Seite eine Leistung P2 raus. Dann könnte man jetzt beispielsweise eine Verstärkung definieren, die ist P2 zu P1. Nun ist das so, dass in vielen, vielen Fällen dieses Verhältnis P2 zu P1 zumindest für komplette Verstärkerketten sehr, sehr groß sein kann, sodass da große Zahlen mit Zehnerpotenzen bei rauskommen, Zehntausendste, Tausende, vielleicht Millionen oder so. Und das andere ist, es könnte durchaus sein, dass man so mehrere von diesen vier Polen hintereinander hat. So. Und dann müsste man ja hier eine Verstärkung V1 definieren, eine Verstärkung V2, eine Verstärkung V3 und so weiter. Und dann wäre die Gesamtverstärkung V-Gesamt gleich V1. Mal V2 mal V3. Nun, das ist heute natürlich mit dem Taschenrechner überhaupt gar kein Problem mehr. Aber wie sicherlich alle aus der Schule wissen, die Punktrechnung ist unbeliebter als die Strichrechnung, also Plus, Minus und so weiter. Wenn man nun also diese Multiplikationsoperationen, die hier stehen, ersetzen könnte durch Plus, dann wäre vielleicht viel gewonnen. Und das ist natürlich auch so, wenn ich nämlich jetzt mal einfach dahergehe und sage, ich nehme mal den Logarithmus, zur Basis ist egal, von V gesamt, dann ist das der Logarithmus von V1 mal V2 mal V3 und das Ganze kann ich auch aufschreiben als Logarithmus von V1 plus Logarithmus von V2 plus Logarithmus von V3. So. So weit, so trivial. Ich habe es also geschafft, dass ich die Punktrechnung, die unbeliebt ist, durch einfach nur eine Addition, eventuell auch eine Subtraktion, ersetzt habe. Und damit habe ich ein bisschen was gewonnen. Nun, im Zeitalter von Computern, Free and Open Source, Mathematiksoftware oder auch Taschenrechnern für kleines Geld, vielleicht 10 oder deutlich unter 10 Euro sogar, ist das nicht mehr so interessant. Das war aber natürlich in den 30er, 40er, 50er Jahren oder auch um die Jahrhundertwende anders. Da war man um solche mathematischen Erleichterungen sehr dankbar. Also könnte man vielleicht sagen, das Dezibel oder das Bell würde man nicht mehr erfinden heutzutage, wenn man es nicht schon erfunden hätte. Aber es ist sehr verbreitet, es wird angewendet und deswegen will ich es auch hier kurz vorstellen. So, ich beginne also jetzt hier mit der Verstärkung V gleich P2 zu P1, wie ich sie oben schon hatte, und überführe die in das logarithmische Verhältnismaß. Ich mache das kenntlich, indem ich hier ein dB drunter stelle. Ich kann das auch einfach an der Zahl oder an der Einheit hinterher erkenntlich machen. Und ich mache hier 10 mal Logarithmus zur Basis 10. Das ist jetzt einmal, dass ich es hinschreibe. Danach passiert das nicht mehr. P2 zu P1. So, das ist eigentlich alles. Und damit ist die Verstärkung hier das Verhältnis in Dezibel angegeben. Einheit ist eine Pseudo-Einheit und zwar zunächst mal das Bell. Und damit die Zahlen etwas handlicher werden, hat man hier dieses mal 10 dazu gemacht. Das ist rein willkürlich und macht daraus das Dezi und deswegen wird das insgesamt hier Dezibel genannt. Das ist zunächst mal alles. Man kann diese Einheit jetzt dahinter schreiben, muss das aber nicht unbedingt, weil ja P2 zu P1 einheitenlos ist. Es ist ja einfach bloß eine Zahl. Und da kann ich jetzt eine Einheit dahinter machen, wenn ich kenntlich machen möchte, dass das eben hier in diesem logarithmischen Verhältnismaß vorliegt. Also P2 zu P1. Gut, so. Wenn ich das zurückrechnen möchte, kann ich natürlich sagen, P2 zu P1 ist gleich 10 hoch V in dB durch 10. Auch das ist dann schon alles. Ich mache mal ein paar Beispiele dazu, auch ein paar Zahlenbeispiele dazu und werde dabei gleichzeitig eine relativ einfache Variante einführen, wie man mit den Dezibels auch in
ja, im Kopf gut rechnen kann, ohne dass man viel wissen muss. Schreiben wir mal hier die Dezibels hin und gucken uns die Verhältnismaße an. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die 20 noch dahinter. Nun gut, ganz klar hier P2 zu P1. Nun, 0 dB Unterschied heißt, ich hätte hier irgendwie so etwas wie 10 hoch 0, also gleich 1. Das heißt also, zwei Leistungen unterscheiden sich nicht, wenn ihr Unterschied 0 dB, also nichts beträgt. Okay, soweit, so gut. Nehmen wir mal die 10. Das ist natürlich 10 hoch 1 als Leistungsverhältnis. Nun, und da kommen wir genau auf das Verhältnis 10 bzw. 10 hoch 2 wäre das Verhältnis 100. Sie können also relativ einfach ablesen, dass die Zahl hier vorne da die Anzahl der Nullen hier hinten ist. Okay, so gehen wir weiter vor. Viele kennen natürlich schon den 3-dB-Punkt. 3 dB, das ist genau da, wo zwei Leistungen sich um den Faktor 2 zu unterscheiden. Also wenn ich hier jetzt 3 dB Unterschied zwischen P2 und P1 habe, dann heißt das, dass P2 zweimal so groß ist wie P1. Wenn ich es als Minus machen würde, schreibe das hier mal in Klammern dahinter, ja, dann hätten wir hier ein Halb. Nur dieses Plus und Minus kann ich gleich vielleicht noch was sagen. Okay, wenn 3 dB Unterschied der Faktor 2 ist, dann würde ja 6 gleich 3 plus 3 sein. Und das würde entsprechen 2 mal 2. Das heißt, wir hätten hier den Faktor 4. Oder 9 wäre gleich 3 plus 3 plus 3. Und das würde entsprechen dem Faktor 2 mal 2 mal 2 oder dem Faktor 8. Also unterscheiden sich zwei Leistungen um 9 dB. Dann ist die eine 8-mal so groß wie die andere. Ja, machen wir nochmal mit den Dreien weiter, kommen wir auf 12. Nun, wir könnten jetzt ja die 2 schreiben, auch als 3 plus 3 plus 3 plus 3 minus 10. Die 10 kennen wir und die 3 kennen wir. Das wäre jetzt 2 hoch 4 durch 10. Würde also 2 hoch 4 ist 16, also 1,6 sein. Gehen wir noch einen weiter, kommen wir zur 5. 5 kann man schreiben als 3 mal 5, also 15 minus 10 und das ist dann 2 hoch 5 durch 10, also 32 durch 10 macht 3. Gehen wir weiter, sind wir bei der 8. 8 ist 18 minus 10. So, 18 minus 10 ist 3 mal 6 minus 10, also 2 hoch 6 Zehntel und das ist 6,4 bzw. 6, weil 2 hoch 6 ja 64 ist. Ja, der nächste drauf wäre dann 21, also 3 mal 7 minus 10. 3 mal 7 minus 10 macht minus 20, Entschuldigung. Macht 2 hoch 7, also 128 durch 100, sind also etwa 1,3, 1,25. Okay, der nächste, 4, ich schreibe es nicht mehr ganz auf, wäre dann eben 3 mal 8 minus 20, also 2 hoch 8 Hundertstel, macht dann etwa 2,5. Und der nächste wäre 2 hoch 9 Hundertstel. Das sind dann 512 Hundertstel, also etwa 5. Und damit haben wir die ganze dB-Reihe aufgeführt. Die Regel ist einfach, stelle die dB-Zahl da als 2 hoch x, nee, als x mal 3 minus 10 mal y. Nee, also, da, und dann haben wir, und dann folgt daraus, dass im linearen Maßstab dann P2
zu P1 gleich 2 hoch x durch 10 hoch y ist. So, wir müssen also einfach nur versuchen, die dB-Zahl so darzustellen, dass das so einigermaßen passt. Hier, dass wir also jetzt die Ziffer, die Zahlen darstellen können, eben als eine Kombination von den von 3 und 10. Und dann müssen wir eben über diese Formel gehen. Die Zweierpotenzen kennt man ja vielleicht oder kann sie sich leicht herleiten. Zehnerpotenzen kennt man sowieso und hat dann sofort den linearen Maßstab raus. Umgekehrt funktioniert es genauso. So, wer bereit wäre, sich den Faktor 5 zu merken, der könnte noch eine Abkürzung gehen. Ich belasse es jetzt aber einfach mal hierbei. Ich mache vielleicht noch eine Rechnung hier. Wenn Sie beispielsweise die 3 darstellen wollen im linearen Maßstab, ja, dann könnten Sie das schreiben als etwa 30 durch 10 oder auch in etwa 32 durch 10 und das würde hinauslaufen auf 2 hoch 5 durch 10 hoch 1. Das heißt also 2 hoch 5 wäre dann den Logarithmus davon genommen, also 5 mal die 3 minus 10 gleich 5 dB. Nun ist das genau die Zahl, die man sich auch auswendig lernen könnte, aber nicht unbedingt muss. Gut, so, jetzt haben wir Verhältnismaße dargestellt. Wir könnten jetzt mit diesen Verhältnismaßen rechnen, indem wir ganz einfach solche Verstärkerketten oder so uns hier irgendwo hinbauen würden. Können wir ja mal machen. Wir nehmen also jetzt hier mal einen Verstärker und noch einen dahinter und noch einen hier. Das heißt also, der hätte eine Verstärkung von 10, der hier meinetwegen von einem Drittel, der hier wieder von 20 und wir wollen wissen, was die gesamte Verstärkung ist. Nun, das ist jetzt nicht so schwer, ne? Das ist nämlich 200 Drittel. Ich möchte es aber jetzt im Logarithmusmaßstab machen. Also könnt ihr einfach hinschreiben, Frau Gees ist gleich 10 mal 1 Drittel mal 20, macht also 200 Drittel und das ist ungefähr 67. So, machen wir das logarithmisch, dann hätten wir die VdB-Kette hier. Nun, 2 sind einfach, das wären hier 10 und das wären 2 mal 10, also 13. Und ein Drittel ist, schauen wir doch mal nach, was die 5, was die 3 im linearen Maßstab ist. Da sind wir an dieser Stelle hier mit der 3, führt auf 5, da wir durch die 3 dividieren müssen, würde das in diesem Fall hier heißen, dass wir mit minus 5 rechnen müssen und wir kommen dann insgesamt auf 23 minus 5, 18 dB. Die kann man jetzt hier hinterschreiben, die dBs. Ich bin da immer relativ sloppy bei dB, weil das ohnehin eben, wie gesagt, nur eine Zahl und eine Zahl ist. So, 18 dB ist im Prinzip 6 mal 3, also wird es im linearen Maßstab sein, 2 hoch 6 und das ist 64 und das ist mit dem, was wir hier geleistet haben, im Kopf gleich genug mit den 67, die dastehen. So, es gibt eine weitere Herausforderung mit den dBs, wenn man nämlich absolute Werte darstellen will. Also beispielsweise möchten Sie sagen, ein Watt in Dezibel oder ein Milliwatt in Dezibel. Nun, wie macht man das? Der Trick ist ganz einfach der, dass man dann an der Stelle einfach sagt, okay, ich setze P1 auf einen festen gewählten Wert. Das wäre beispielsweise für das dB Milliwatt, wäre P1 gleich 1 Milliwatt. Die Formel also, wenn wir jetzt eine Leistung P2 in dBm angeben möchten, das M ist jetzt wichtig, auch das ist nach wie vor eine Pseudo-Einheit, aber es macht klar, was man tut. Würden wir also hier jetzt sagen, 10 mal Logarithmus zur Basis 10, P2 durch 1 Milliwatt.
So, beispielsweise würde jetzt also P2 gleich 1 Milliwatt zu 0 dBm werden, P2 gleich 10 Milliwatt würde zu 10 dBm werden und meinetwegen P2 gleich 3 Milliwatt würde zu 5 dBm werden. Und so weiter und so fort gemäß der Tabelle, die wir schon aufgestellt haben. Nun, wer das nicht mag, kann natürlich auch mit den dB Watt arbeiten. Da ist der einzige Unterschied, dass P1 gleich 1 Watt ist. Und dann bezeichnet man das eben als P2 in dB Watt gleich 10 mal Logarithmus P2 durch 1 Watt. Hier könnte man jetzt einfach sagen, okay, P2 gleich, ich nehme einfach 2 Watt, wird zu 3 dB Watt. Und hier sieht man natürlich auch, wozu das W wichtig ist. Damit kann man eben die Absolutheit dieses Wertes eben doch wieder klar machen, auch wenn es nach wie vor nur eine Zahl wäre, weil ich würde ja in der Formel einfach einsetzen, P2 gleich 2 Watt, die Watt würden sich rauskürzen und ich arbeite hier mit dem ganz normalen Logarithmus. Okay. So, ich kann das eine in das andere überführen, denn es ist vollkommen klar, ich setze es einfach mal ein, wenn ich hier jetzt hier rangehe und das umrechnen wollte in dBm, dann hätte ich natürlich 10 mal Logarithmus 2 Watt durch 1 Milliwatt, das wäre also der Logarithmus von 2000, ich käme jetzt auf 33 dBm und so ist dann eben P in dBm gleich P in dB Watt plus 30. Ja, ist das jetzt dB oder dBm oder was auch immer man dazu addiert? Es ist im Prinzip egal, denn es ist eigentlich nur eine Zahl. Ich schreibe jetzt mal M dahinter, dann passt wenigstens die Zielgröße hinterher. Also die Zieleinheit. So viel zu den absoluten Größen. Es gibt jetzt auch noch wieder Spannungsmaße. So, und nun ist das aber da so, dass immer noch wieder Leistungen verglichen werden. Es werden trotzdem Leistungen verglichen, nämlich die Leistungen, die diese Spannung an dem Bezugswiderstand, den ich dann dazu hätte, aber hinterher nie wieder nenne, erzeugen würden. So, das kurz hingeschrieben, würde ja mit einem vielleicht etwas allgemeinen Vierpol so aussehen. Ich hätte hier so eine zwei Widerstände, die Mutter aller Schaltungen. So, das U interessiert nicht weiter. Ich habe hier an dem Widerstand ein U1. So, dann habe ich hier einen Vierpol. Na, den schließe ich irgendwie an. Hätte hier am Ausgang irgendwie eine Spannungsquelle, damit es einigermaßen allgemein ist. Ups, das geht auch raus. Und dann hier einen Lastwiderstand R2 und da fällt U2 ab. Und was mich interessiert, ist zum einen die Leistung P1, die jetzt hier in den Vierpol reingeht, also letztlich in dem Widerstand, den ich hier R1 nennen sollte, umgesetzt wird und die Leistung P2, die ich hier an der Stelle hatte. So, wenn ich mal davon ausgehe, dass U Effektivwerte sind, das macht das Rechnen ein bisschen leichter, ist nicht unbedingt nötig, aber es macht das Rechnen natürlich leichter. Dann hätte ich im ersten Schritt P1 gleich U1 Quadrat, ich mache mal Betragsquadrate draus, das ist sauberer, durch R1 und P2 gleich U2 Betragsquadrat durch R2. Und wenn ich jetzt die ins Verhältnis setze, dann habe ich natürlich P2 zu P1. Gleich U2 Betragsquadrat durch R2 mal und jetzt der Kehrwert, also R1 durch U1 Betragsquadrat. Ich ziehe die R's mal raus, damit man sehr genau erkennt, worum es geht und was hier dann die Tricks sind. Also jedenfalls habe ich dann R1 durch R2 mal U2 Betragsquadrat durch U1 Betragsquadrat.
wenn man jetzt meist sagt, dass R1 gleich R2 ist, das muss nicht so sein, aber es ist eine durchaus übliche Annahme oder auch eine übliche Situation, in der man hier rechnet, dann könnte man jetzt also einfach sagen, P2 zu P1 ist gleich U2 Betragsquadrat durch U1 Betragsquadrat. Soweit so reine Elektrotechnik und nichts weiter Spannendes passiert. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich möchte das Ganze jetzt in dB haben, dann hätte ich P2 zu P1 in dB, ich mache das wieder so kenntlich, ist gleich 10 mal Logarithmus zur Basis 10 P2 zu P1, soweit so unspektakulär, jetzt eingesetzt 10 mal Logarithmus U2 Betragsquadrat durch U1 Betragsquadrat gleich so. Die 2 ziehe ich nach vorne, weil das Quadrieren im Logarithmus ja nur dazu führt, dass der Wert des Logarithmus sich verdoppelt, mal Logarithmus U2 Betrag durch U1 Betrag. Ich mache darauf aufmerksam, dass diese 2 hier steht, da. Und nach wie vor, auch das ist wichtig, ist das hier kein Verhältnis von Spannungen, sondern nach wie vor ist das ein Verhältnis von Leistungen, die diese beiden Spannungen an dem in diesem Fall jeweils gleichen Widerstand erbringen würden. So, auch da kann ich jetzt die dBs dahinter stecken, muss das aber nicht machen. Und auch die Spannungen kann ich in absoluten Werten angeben. So, wenn ich das jetzt mit den absoluten Bezugsgrößen mache, dann würde ich eben zum Beispiel 1 Volt als Bezugsgröße nehmen, also U in dB Volt. Da setze ich das U1-Betrag auf 1 Volt, also hätte ich da als Formel 20 mal Logarithmus U2-Betrag durch 1 Volt. Naja, und dann kriege ich eben sofort raus, dass eben 1 Volt ist 0 dB Volt oder jetzt passt aufgepasst, 10 Volt ist 20 dB Volt. Das macht aber auch Sinn, denn wenn ich 10 Volt quadriere, habe ich 100 und das wäre eben ein Leistungsäquivalent von 100. Ich kann jetzt keine richtige Zahl dazu packen, weil ich den Bezugswiderstand nicht kenne und auch jetzt nicht extra hier einführen wollte. So, also 10 Volt werden natürlich die am gleichen Widerstand die hundertfache Leistung umsetzen, wie 1 Volt das tun würde. Und damit passt das mit dem Leistungsverhältnis wieder. Wenn ich das dann mal 10 multiplizieren würde, hätte ich auch die 20 dB und dann aber ohne was dahinter. So, jetzt machen wir noch einen und zwar bekannt auch das dB μ oder dB Mikrovolt. Ich schreibe es einfach mal mit Mikrovolt aus. Und das wäre jetzt 20 mal log U2 Betrag durch 1 Mikrovolt. Naja, können wir relativ schnell ausrechnen. 1 Mikrovolt ist natürlich 0 dB Mikrovolt oder 1 Millivolt sind. Na, was ist es? Das sind 1000 Mikrovolt ist 1 Millivolt, das heißt, wir müssen Logarithmus von 1000 bilden. Logarithmus von 1000 ist 3 mal 20 ist 60, also sind das 60 dB Mikrovolt. Und jetzt holen wir uns noch das für das Volt raus, also 1 Volt umgesetzt, das ist 1.000.000, also 10 hoch 6 Mikrovolt. Der Logarithmus davon ist natürlich die 6 und dann macht das 120 dB Mikrovolt. So, der Rest ist eigentlich nur noch Übung. Hier, man kann jetzt natürlich auch noch versuchen, auf die Leistungen zu schließen, also eine Verbindung zwischen der Leistung und dem Spannungsverhältnis, also der Leistung und den Spannungen herzukriegen, also zwischen dBm und dBv und so weiter. Das geht aber nur, wenn man jetzt wirklich die Widerstände berücksichtigt, weil die natürlich entscheidend sind für die Leistungsumsetzung. Und das möchte ich in diesem Video nicht machen. Trotzdem denke ich, dass klar geworden ist, was dBs sind, wie man mit dBs rechnet, wie man damit auch im Kopf umgehen kann und was eben auch die Verbindung zwischen der Spannung und dem Leistungsverhältnis ist und wo die 20 bei der Spannung herkommt und wo die 10 bei der Leistung herkommt.